Wasser. Geht's denn aus? Geht's denn aus? Ja, perfekt. Perfekt. Ah, wie Dereo wieder. Ungenext. Ich bin fein. Weiter. Ja. Unklerass in Schuriken noch hinterher. Und tschüss. Tschüss mit Ü. Baby fein. Mein Training hat sich gelohnt. Steht doch wieder immer kleiner, Alter. Immer kleiner und kleiner, Alter. Kannst du immer leveln, oder was? Das ist ja Wahnsinn, Alter. Dass da gar nichts gibt. Dass man schneller leveln kann da oder irgendwas. Ist ein bisschen frustrierend. Muss ich eigentlich sogar schon fast eher gestehen. Ja, natürlich, dass man auch schon so einen hohen Rang in den jeweiligen Missionen haben, würde ich schon fast sagen. Machen wir das lieber eher mit Lärm sogar. Ja, ist vielleicht sicherer. Nicht, dass ich dann einen anderen falschen Charakter nehme und dann sind wir die Zähne mehr starben. Mir ist wurscht, ich mache die ganze Zeit die gleiche Fähigkeit. Und scheißen gehen. Ich will meine drei Ninjutsus austoben lassen und tschüss, Papa. Solange ich meine drei Ninjutsus habe, ist alles okay. Kann er die 10 Chessen geben. Ja. Jetzt kommt, mach was du. Wenn du drauf wirst, bist du drauf. Ich werde den Willen meines Meisters erben. Okay. Also, ja, okay. Komm her. Es gibt einen Gewinner. Wird halt einfach getroffen, der Volltrottel. Selber schuld. Mein Training hat sich gelohnt. Selber schuld. Bitte fein. Wir sind dann einmal ansatzweise mal ins Schwitzen gekommen. Was ist da los, Alter? Oberster Rang. Und ich beginne halt einmal zum Schwitzen. Aber sie haben es einen Topfer gepfuscht, Alter, mit dem Schwierigkeitsgrad. Ist ja Wahnsinn, da. Ist ja Wahnsinn. Die haben sicher gepfuscht. Fix. Allgemeinheit freundlicher oder was? Mehr Pizza. Wenn ich essen gehe mit Allgemeinheit. Perfekt. Ja, damit die wenigstens ein bisschen am Plotten. Und tschüss. Ja, da ist er schön weitergegangen, der Hund. Er ist echt schön weitergegangen. Diese Kraft. Wow, ist perfekt. Oh. Okay. Schon alle Kämpfe. Das ist irgendwie so ausgeschaut mit, ja, du hast schon alle Kämpfe irgendwie so, verdächtiger Hase. Das war jetzt irgendwie so ein bisschen so verdächtiger Hase. Ah, okay, na, das kommt dann danach. Das war. Okay, es kommt noch. Okay, passt. Es kommt eh noch ein bisschen was. Ich habe mir nur gedacht, ob so, really? Das war schon der schwierige Teil, oder wie? Kommt noch was. Muss, Brudi, muss. Was sagst du dazu? Mission erfüllt! Ich bin kein Anfänger mehr. Was? Ja, ich bin so super. Da bist du sprachlos, was?
Nein, ich bin nur erstaunt. Du hast es tatsächlich geschafft. Du scheinst wirklich eine Menge Freizeit zu haben. Danke. Aber ich habe es geschafft. Und was du da sagst, ist nicht gerade sehr nett. Hey, was ist eigentlich so lustig daran, mich zu überraschen? Du hast immer so schlechte Laune. Ich wollte dich doch nur ein bisschen aufmuntern. Du willst die Navigatorin aufmuntern? Keine Sorge, es ist überhaupt nicht so, wie du denkst. Ich will mich mit dir anfreunden. Freunde. Du? Und ich? Und... Also, sei nicht immer so steif. Mein Name ist Boruto Uzumaki. Oh, vielleicht ist es komisch, dass ich im Spiel meinen richtigen Namen verwende. Was für ein schräger Vogel. Was? Okay. Interessant, dass NPCs auch verschwinden können. Interessant. Den Namen hätte er echt so nicht erwähnen dürfen, wahrscheinlich. Echt nicht erwähnen dürfen. Ich glaube, die wollen aber vielleicht auch mit der Geschichte vielleicht die ein oder andere Lektion fürs Leben mitgeben. Ich bin am Verhungern. Ich glaube, in die Richtung wird es jetzt gehen. Ah, du darfst nicht den echten Namen im Internet verraten und das. Und dementsprechend kommt dann irgendein böser Mann und tut irgendwas mit Boruto und ja, mal abwarten, was doch kommen könnte. Aber das könnte ich mir schon mal relativ gut vorstellen, dass man einfach, ich lasse mich einfach überraschen. Lass mich sich einfach überraschen. Ich tue das schon vielleicht wieder ein bisschen zu viel. Rein. Gehen wir einfach weiter. Ist besser. Einfach genießen. Die wechseln auch nie die Standorte. Ich habe ein zusätzliches Exemplar von Ninja Heroes. Das bekommt Sarah da. Was meinst du damit? Oh, nach unserem Gespräch gestern habe ich mir das Spiel gekauft. Aber mein Vater hat mir am selben Tag auch ein Exemplar geschickt. Er meinte, ich soll es unbedingt spielen, weil es sehr interessant wäre. Upgrade-Version. Das war wirklich eine nette Geste. Also bekommst du eine, Sarada. Du sagtest doch, du bist interessiert. Ich kann das nicht annehmen. Ich will es auch nicht annehmen. Werfe ich es eben weg. So eine Verschwendung. Ja, ist besser. Oh. Ist besser, oder was ist? Na. Du würdest mir also einen Gefallen tun, wenn du das Spiel annimmst. Aber dann könnte man wenigstens auch im Team herumgehen und kämpfen. Dann fühle ich mich schlecht. Ist auch nicht schlecht. Dann kann ich wenigstens ein paar mehr Punkte sammeln. Wenn ich es ausleihen würde... Schön, dann leihst du es dir aus. Jetzt haben wir es alle drei, Boruto, und wir können zusammen spielen. Ja, okay. Wie wär's? Wollen wir uns nachher im Spiel treffen? Ja, gerne. Aber wie machen wir das? Also zuerst musst du das Spiel installieren. Dann gehst du in die Einstellung. Oh, der Hammer. Die Tante hat noch nie eine Konsole in der Hand gehabt. Geh mit der. Die anderen sollten jetzt so langsam aber mal du fertig sein. Du ist erst mit der neues drum und dann zeige ich die Welt und tschüss, Papali. Gibt's ja nicht, Alter. Kommt mir seltsam vor. Und währenddessen gibt's ja noch Saruto, wird's, oder... Boruto. Oh ja, Saruto Next Generation. Also starten. Geschlecht. Beeindruckend. Wer will Sakura jetzt bitte? Jetzt verstehe ich, wieso du sie so magst. Oder... Step, oder was? Ich hab schon viel gespielt, aber dieses Spiel ist einfach das Beste. Übrigens... Die Avatare, die ihr ausgesucht habt. Ja, ich hätte auch aussehen können wie der siebte. Aber ich hatte keine Lust, ein Mann zu sein. Ah, deswegen hast du deine Mutter ausgesucht. Es gibt trotzdem mehr als genug. Also, um ehrlich zu sein, macht es mich etwas nervös. Geschichte.
Ich sehe zu meinem Vater auf. Ich freue mich, so auszusehen. Wir wissen auch nicht, wie was vorher passiert ist, oder? Wollen wir einen leichten Kampf versuchen? Gut. Ich bereite alles für euch vor. Hä? Du? Was? Du bist vorhin einfach verschwunden. Ich dachte schon, es wäre was passiert. Ich hab auch Geheimnisse. Hey, wer ist das? Oh, das ist die Navigatorin Nanashi. Wow. Wenn ich also etwas nicht verstehe, kann ich Nanashi fragen? Naja, vielleicht. Sie ist die Event-Navigatorin, aber sie kümmert sich nicht gerne um andere. Sie hat einfach überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Ich habe doch gesagt. Das hast du vorhin gesagt, aber ich dachte nicht, dass du das ernst meinst. Ich dachte, du willst das nicht. Es gibt Zeiten, in denen ich helfen will. Allerdings sind die selten. Das hätte ich wohl nicht sagen sollen. Ich weiß, du bist die Navigatorin, aber kannst du wirklich einen Kampf organisieren, wann du willst? Weißt du, ich bin hier so etwas wie eine Magierin. Das ist ein Klacks für mich. Das ist fantastisch. Hey, Boruto, Nanashi hat gesagt, dass sie uns helfen wird. Ja, aber was ist mit dir los? Halt die Klappe. Ist schon gut. Ihr wollt doch kämpfen, oder? Ich bereite alles vor, damit ihr loslegen könnt. Okay. Die ist ziemlich aufdringlich. Ja. Okay, dann mal los. Ich zähle auf dich, Nanashi. Okay, ich starte jetzt den Kampf. Irgendwie so komisch, oder? Mit den Synchronstimmen und alles drum und dran. Ah, echt nicht schlecht. Passt, wir bleiben mal dabei, damit er natürlich mal wieder um 1 steigen kann. Ich hätte mir zwar trotzdem jetzt gedacht gehabt, dass ich vielleicht wenigstens so eine Art Partner... Achso, die bleiben eben mein Partner, alles klar, alles klar. Aber kann ich halt leider nicht aussuchen. Weil ich habe mir dann doch ein bisschen wenigstens was erwartet. Wenigstens ein bisschen, zumindest. Wenigstens ein bisschen was, aber na gut. Na, wart. Uli, wir haben noch mehr als genug geschafft, okay? Das kann den ganzen Tag so weitergehen. Na, da hat er jetzt aber Glück gehabt. Da hat er jetzt aber Glück gehabt. Passt. Ah, er ist so ein Kämpfer. Gut zu wissen. Ich hab sie nicht gelesen und hatte keine Probleme. Du vergisst wohl, dass ich dir geholfen habe. Na, meine Künstlerseele will nicht so an. Ich musste einschreiten, weil du gelogen hast. Ich muss doch warten. Ich muss unbedingt noch warten. Dass wenigstens mindestens einmal nur der Haver getroffen wird. Ja, sehr gut. Und Freeze. War mal so klar. Das ist immer wieder. Nein, der ausgeht. Ey, klar. Typisch. So geht's auch. Und wir haben die Hilfsmittel, das ist auch wichtig. Hey, was sind die Punkte? Die habe ich nicht vergessen. Das Spiel macht Spaß. Wichtig, es ist Level 30 werden. Ich wusste, es würde dir gefallen, Mitsuki. Aber dir auch, Sarada? Du bist sonst so stur. Ist das denn so schlimm? Ich mag dich, wie du bist. Los, lass uns weiter Spaß haben. Was, wenn ich süchtig werde? Danke, Nanashi. Das hat Spaß gemacht. Boruto, ich hatte den Eindruck, dass du Spaß hattest. Das freut mich. Was? Was soll das heißen? Das soll heißen, ich freue mich, dass euch das Spiel gefällt. Du hast uns aber auch einen wirklich tollen Kampf vorbereitet. Ganz richtig. Vielen Dank, Nanashi. Na, wieso kommst du dann nicht einfach morgen wieder her? Was? Es sieht dir gar nicht ähnlich, uns so einzuladen. Dich? Hab ich auch gar nicht. Ja,
Ich möchte unbedingt nochmal spielen. Ich richte mich dann nach dir, Boruto. Dann kommen wir alle drei wieder. Ja. Ich mache für heute mal Schluss. Ich muss noch meiner Mutter helfen. Ich weiß jetzt, was für eine Art von Spiel das ist. Das ist gut. Ich gehe auch. Ich will mit meinem Vater noch etwas besprechen. Okay, na gut. Dann sehen wir uns morgen. Bis dann, Boruto. Tschüss, Nanashi. Und jetzt? Vielleicht sehe ich mich einfach um. Bis dann. Huh? Hey, du hast mich endlich bei meinem Namen genannt. Oh ja, hab ich. Ich weiß zwar nicht warum, aber es freut mich. Was? Es ist nur... Sonst bin ich eigentlich nicht so. Aber du bist anders. Was? Ja, da bin ich aber gespannt, in welche Richtung das gehen soll. Das war lustig. Wirkt halt erledigt. Natürlich schon mal ganz nett gemacht und alles drum und dran, aber bin echt gespannt, in was das für eine Richtung gehen soll. Ich starre schon viel zu lange auf diesen Bildschirm. Was glaubst du, Alter? Besser. Gibt's Neues. Mir gibt's Neues. Noch geiler wär's, wenn ich halt natürlich die Mitglieder aussuchen könnte. Ja, sehr gut. Es freut mich wirklich außerordentlich, wenn alle so viel Spaß haben. Ich bin froh, dass es gut läuft. Ich bin ein Genie. Ich kann gar nicht scheitern. Tja, und genau deshalb hätte Katasuke netter zu mir sein sollen. Aber er hat mir immer nur gesagt, dass ich falsch liege. Er ist einfach nur ein großmäuliger alter Mann. Ich mache, was ich will. Ja, ganz genau. Das muss ich tun. Ich, Teguse, habe nicht so lange geforscht, um etwas Langweiliges zu erschaffen. Und deshalb werde ich... Also? Oh, ja, dem Ding, ja? Ich hoffe aber, sie machen was gescheit zu sehr. Hat irgendein 0815 Gegner. Genau wie geplant. Wir können morgen weitermachen. Die ganze Ninja-Welt wird geschockt sein. Stimmt's, Meister Merz? Ausgezeichnet. Boah. Ich könnte gar nicht sagen, wer das sein sollte. Könnte ich einfach jetzt gar nicht sagen. Aber interessant. Normalerweise frühstückst du nicht mit uns, Papa. Tut mir leid, dass ich nicht jeden Morgen mit dir frühstücken kann. Hast du alles erledigen können? Naja, eher im Gegenteil. Etwas Wichtiges hat sich ergeben. Wir werden wohl eine ganze Weile nicht mehr gemeinsam essen können. Heute ist also der einzige Tag, an dem wir gemeinsam frühstücken. Tut mir leid. Weh. Schon gut. Ich weiß ja, wie schwer dein Job ist, Papa. Danke, Boruto. Ach ja, da fällt mir ein, ich wollte dir noch etwas sagen. Was? In letzter Zeit sind viele Leute, die Spiele spielen, vor Erschöpfung zusammengebrochen. Wie meinst du das? Die Untersuchung dauert noch an. Aber wenn du mich fragst, glaube ich kaum, dass das ein Zufall ist. Ich sage nicht, dass du nicht spielen sollst, aber
Sei vorsichtig. Wie ein guter Ninja. Danke für das leckere Frühstück. Ich muss jetzt los. Oh, ich auch. Ich habe eine Mission. Ihr beide habt immer zu tun, was? Pass auf dich auf, Papa. Und du auch, Boruto. Hey, schon wieder da. Was hat mein Papa heute Morgen gesagt? Was haben die ständig mit dem scheiß Burgerladen? Es sind Leute zusammengebrochen, nachdem sie gespielt haben. Könnte der Sieg... Dankeschön fürs Folgen! Kuss! Ich weiß nicht. Ich hab ihn nicht gefragt. Ich bin irgendwie immer ziemlich erschöpft, nachdem ich Ninja Heroes gespielt habe. Werden nicht nur die Augen müde? Ich habe nicht das Gefühl, dass es nur meine Augen sind. Vielleicht sollte ich mich da mal ein wenig umhören. Wie umhören? Es gibt genug Leute, die Ninja Heroes spielen. Fragen wir sie doch einfach. Ja, gute Idee. Vermutlich hast du recht. Wir wollten heute sowieso Ninja Heroes spielen. Gut, okay. Ich bin von der Mission etwas müde, aber ich spiele noch ein bisschen. Zusammenbrüche durch Spiele? Dazu brauche ich auf jeden Fall mehr Infos. Okay. Ich werde ein neues Siegel hinterlassen. Und dieses Mal solltest du lieber mitspielen. Hör auf zu heulen! Das bringt dich auch nicht weiter! Der NPC. Wetten? Wetten der NPC? Aber echt schräg jetzt. Das kann man... Was war das? Schon mal nicht schlecht. Du hast gerade irgendwo in die Gegend gestarrt. Shikadai und die anderen hören sich schon um. Hey, dieses seltsame Video, wenn man das Spiel startet. Was ist das? Hä? Da war kein Video. Ich habe es doch gerade gesehen. Es war zu verschwommen. Ich konnte nichts erkennen. Ich habe keine Ahnung, was du da gesehen hast. Also, wir haben nichts gesehen. Echt jetzt? Hey, wenn es dir heute nicht so gut geht, wieso machst du nicht Schluss? Wir können uns so umhören. Mir geht's gut. Ich hab mich nur ein bisschen erschrocken. Okay, dann mal an die Arbeit. Let's go. Ich könnte mir auch relativ gut vorstellen, dass es dann auch wieder was geben könnte mit den ganzen Ränge und alles drum und dran, wo du dann wenigstens auch vielleicht ein bisschen im Team sein könntest. Wäre schon geil. Wäre schon ein Hit. Wäre schon ein echter Hit. Fragen wir einige der anderen Spieler. Vielleicht können die uns etwas darüber erzählen. Ob ich mich nach dem Spielen müde fühle? Natürlich tue ich das. Ich meine, ich hänge mich richtig rein. Da ist es normal, dass man am Ende etwas ausgelaugt ist. Ja, irgendwie fühle ich mich seltsam müde, wenn ich Ninja Heroes spiele. Ich dachte erst, nur meine Augen wären müde. Aber irgendwie fühle ich mich dann so träge. Aber ohnmächtig bin ich noch nicht geworden. Ein Freund hat mir erzählt, sein Freund sei umgefallen. Ich habe aber auch gehört, dass er jeden Tag 20 Stunden gespielt hat. Da fällt doch jeder irgendwann um. Ich war einmal so erschöpft, dass ich sogar ins Krankenhaus musste. Stell dir vor. Naruto gegen Pain mit der Stimme. Nichts gegen die Stimme, aber. Der Arzt meinte, ich hätte zu viel gespielt. Jetzt darf ich nicht mehr so viel spielen. Ich habe gehört, dass Leute nach dem Spielen zusammengebrochen sein sollen. Ich habe
ein wenig recherchiert, aber ich konnte nicht einmal herausfinden, wer das Spiel entwickelt hat. Ich habe im Laden nachgefragt, aber da haben sie mir nur gesagt, dass sie es aus dem Großhandel beziehen. Das ist echt komisch. Immerhin ist das Spiel total beliebt. Okay, das sollten genügend Leute sein. Fassen wir die gesammelten Infos mal zusammen. Ninja Heroes ist ganz klar das Spiel, bei dem die Leute zusammenbrechen. Wirklich? Also, deshalb war ich letztens so müde. Und Boruto hat gehört, dass die Leute nicht wissen, wer das Spiel entwickelt hat. Ja. Das ist wirklich alles seltsam. Dieser Sache nachzugehen wird vermutlich länger dauern. Uns fehlen noch jede Menge Informationen. Hören wir uns am besten noch weiter um. In Ordnung. Auf eine gewisse Art und Weise würde ich schon gern wissen, was für ein Publisher oder Entwickler da so vielleicht dezent ab und zu mal am Start sein könnte, oder? Alter, das ist ein Wahnsinn. Umkippen, sie wissen nicht, welcher Entwickler. Verdächtiger Hase. Jetzt beginne mal wieder ein bisschen was. Jetzt wird's mal wieder hey. Ernst. Was ist das? Was ist denn mit dem Mond los? Das ist... Schnell! Sag den Leuten, dass sie nach drin gehen sollen! Das kam jetzt gerade so random plötzlich, aber auch noch daher, aber gut. Gut so. Ich wollte gerade sagen, so, was ist mit Sasuke, oder? Doch. Hat sie dann doch eher doch gehabt, so, ja, weißt du was? Ich gönn mir dann doch lieber mal wieder den bösen Pfad. Die Geschichte der Siegel. Okay, ich werde selbst ein paar Nachforschungen anstellen. Danke. Hier hast du ein Exemplar. Und? Gibt's bei dir was Neues? Einige fragwürdige Informationen, aber nach dem, was ich von dir gehört habe, stehen ein paar Leute auf meiner Liste. Die Verbrecherorganisation Zero. Zero? Sie wurde von Merz gegründet, einem abtrünnigen Ninja aus Amegakure. Und sie verfolgt die Ziele des verstorbenen Pain von Akatsuki. Pain? Anscheinend bezeichnet sich Merz als Pains Nachfolger. Aber mehr weiß ich über ihn leider noch nicht. Die Organisation hat bisher im Untergrund agiert. Aber in letzter Zeit ist sie sehr aktiv. Davon ausgehend, wann dieser Tegose, den du erwähnt hattest, das Dorf verließ, vermute ich, dass er mit Zero zusammenarbeitet. Und wo ist ihr Versteck? Ich weiß es noch nicht. Aber ich bin dran. Entschuldige den ganzen Aufwand. Mach dir deswegen keine Gedanken. Ich mache nur meinen Job. Gut, ich werde auch Nachforschungen zu Zero anstellen. Komm zwischendurch mal wieder vorbei, wenn du kannst. Sarada würde sich freuen. Ich habe keine Zeit, mich auszuruhen. Boruto! Boruto, bist du in Ordnung? Was? Was ist denn los? Was los ist?
Hast du den Mond nicht gesehen? Die ganze Zeit zockt und einmal irgendwas mitkriegt. Was ist damit? Was? Ist das wirklich passiert? Wo ist Imawari? Mama, geht's dir gut? Pussy? Ja, ich habe einen komischen Fleck. Aber ich denke, ich bin okay. Fleck? Oh, was oh. ist das? Oh, 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 oh. Hab ich auch so ein? Also, es sieht nicht danach aus. Gut. Aber was ist mit dir und Himawari? Schon gut. Ich gehe mit Himawari ins Krankenhaus, falls etwas sein sollte. Okay, tu das bitte. Aber Kawaki ist nicht einmal erwähnt worden. Also ich rechne mal sehr, sehr stark damit, dass Kawaki es ist so viel los. Noch nicht ins Dorf gekommen ist. Wir müssen sehen, dass es wenigstens den Hapschi wenigstens einmal erwähnt. Wenigstens einmal, aber gar nichts. Nein, mal nix. Also könnten wir eigentlich theoretisch gesehen aber auch kein Karma mal erwarten. Ganz gleich, wie hoch entwickelt Ninja-Werkzeuge auch sein mögen, so etwas können sie noch nicht. Die große Revolution des Schmerzes steht bevor. Na, muss ich ganz ehrlich gestehen, wirkt definitiv interessant. Mich stört das eigentlich jetzt gar nicht. Muss jetzt eher sagen, so ich habe mir eher so gedacht gehabt, so okay, passt. Wird vielleicht eher so eine Art 0815 Storyline sein, wo sie vielleicht ein bisschen kämpfen, hihi, haha, huhu machen, aber ich muss schon sagen, umso mehr die jetzt in eine gewisse Richtung gehen, umso mehr interessanter könnte es aber auch werden. Aber ich lasse mich in dem Fall natürlich mal wieder überraschen, weil ich will jetzt 20.000 Theorien mal wieder quasi eröffnen, wo es sich dann wahrscheinlich dann nicht einmal eins bewahrheitet. Ja, Leute, ich würde sagen, der NPC, der, nachdem wir mal suchen, der wird uns jetzt wegen irgendeiner Sache vielleicht auch dezent helfen, oder sie ist wahrscheinlich auch diejenige, die was quasi, sagen wir jetzt einmal, verschleppt worden ist, von ihren eigenen Leuten, weil ihre Kollegen, Mitarbeiter oder irgendwas in der Richtung wird schon gemacht haben. Leute, ich würde damit mal wieder sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.